Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich! Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Die Treppe hoch. Ich will auch so einen FBI-Ausweis haben. Dann sind viele Dinge einfacher. Ja, und damit willkommen zurück bei Let's Play Heavy Rain. Du bist es. Hast mich erschreckt. Was? So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Ist das der Origami-Killer da bei ihm? Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hm? Hey, was macht keinen Scheiß. Oh. Nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein, nicht schießen. Okay. Der Origami-Killer hat Paco getötet. Er nützt ihm wohl nichts mehr, beziehungsweise er ist eine große Gefahr. Und das stimmt. Norman Jaden ist ganz in der Nähe. Komm schon, vielleicht schaffen wir es sogar, den Origami-Killer jetzt festzunehmen. Los, beeil dich. Aber er weiß natürlich nichts davon, ist klar. Weder der Origami-Killer noch Norman selbst. Ich glaube, es wird gleich zu einer unschönen Situation kommen. Mach einfach auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ist der Killer noch da? Anscheinend nein. Und Paco ist tot. Oder? Ja. Er ist tot. Ganz sicher. So, aber vielleicht hat er in der Eile irgendein Fuck! Er ist hinter uns! Oh shit! Dieser Dreckskerl, aber man kann ihn nicht erkennen. Ist wahrscheinlich eh eine völlig unbekannte Person. Schlag ihn K.O. Oh fuck. Genau, in die Fresse und in den Sack. Oh, verdammt, der hat auf einmal so ein Samurai-Schwert in der Hand. Oh nein. Oh, komm schon, Norman. Ein einziger Fehler, das kann vorbei sein. Nein! Okay, er hat das Schwert hingelegt. Das ist eigentlich ein Vorteil, oder? Aua! Verdammt, jetzt mach nicht schlapp! Fuck, steh auf! Nimm dir einen Fisch und werf ihn! Dieser überhebliche Bastard! Verdammt! Ich bin K.O., aber ich lebe noch. Mich nicht umgebracht. Wieso? Das macht keinen Sinn. Wenn er Paco tötet, warum bringt er nicht auch mich um? Oder kennt Norman ihn vielleicht? Und der Killer ist in irgendeiner Weise noch auf ihn angewiesen. Ich habe keine Ahnung, aber scheiße, wir haben verkackt. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das hier hätten schaffen können. Das war auf jeden Fall ziemlich schwierig. Ich kannte Paco den Typen, der ihn besucht hat. Sorry, aber auf dem Ohr bin ich taub. Oh, diese ganzen blöden Arschlöcher, ne? Mach's Maul auf! Hören Sie zu, Arschloch, denn ich habe verdammt nochmal keine Zeit zum Übersetzen. Kannte Paco den Typen? Der Mörder kannte Spuren im Büro.
irgendwo hinterlassen haben. Genau. Aber ich dachte, er hat jetzt keinen Bock mehr, nach Spuren zu suchen. Nach dieser Prügelei. Blaues Auge haben wir auch, aber lieber das, als einen abgeschnittenen Kopf. Alter Schwede. Das Problem ist, nur durch diese Rangelei sind die Spuren halt auch ein bisschen verwischt, ne? Wir wissen halt jetzt nicht mehr genau, was stammt von davor und was stammt halt zwischen unserem Kampf und dem Origami-Killer. Klar, man kann es probieren, aber der Tatort ist auf jeden Fall sehr verfälscht. Bullshit. Was war das für ein Schwein? Okay, hier sind gleich mehrere Dinge. Klebeband. Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Ja gut, ist es von Madison? Und ich glaube, das andere Ding auch, oder? Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Echt jetzt? Der hat immer noch diesen komischen Geruch bei sich? Das muss doch was zu bedeuten haben. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Ja, das ist klar. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Wirklich? Für mich sah es mehr so aus, als würde er sich einfach halt an ihm rächen, weil er Scheiße gebaut hat. Er ist ja auch schnell wieder gegangen. Oder wollte halt gehen. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Ja, mehr oder weniger. Gut, sonst noch was? Ja. Was ist das denn? Aber ich glaube, das ist wieder nur eine Spur bezüglich Madison. Ja. Vielleicht ist aber auch genau das der Grund, warum wir hier so rumsuchen müssen. Vielleicht müssen wir Norman und Madison zusammenführen. Aus irgendeinem Grund. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Stimmt. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Was war das jetzt? Aha, die Patronenhülse. Kaliber 45. Gut. Sonst noch irgendetwas? Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Ich muss weg und über alles nachdenken. Er hätte mich töten können. Warum hat er es nicht getan? Siehste? Genau das frage ich mich auch. Ich werde noch zum Pflegefall, wenn das so weitergeht. Der Wichser hat mir fast das Genick gebrochen. Ich zittere und mir bricht der kalte Schweiß aus. Ich muss schnell zurück ins Hotel. Ich bin irgendwie nur damit beschäftigt, mir den Arsch aufreißen zu lassen. Arme Sau. Ein toter Verdächtiger. Jemand versucht, mich umzubringen. Klingt nach der richtigen Spur. Paco kannte den Mörder. Deswegen musste er sterben. Es war zu dunkel. Alles ging zu schnell. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Noch was gefunden. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Ja. Das überlebst du halt leider nicht, ne? Warte, was war das jetzt? Was war das jetzt? Irgendwas ist noch da gerade aufgeploppt. Vermutlich die letzte Spur, die wir hier noch finden können. Hm.
Ja, okay, gut. Ich glaube, da sollte jetzt bloß angezeigt werden, welchen Weg der Origami-Killer gegangen ist. Warum ist er eigentlich bis hierher gegangen? Was wollte er denn hier? Also ich meine, dieser Orchideenduft, ne? Der Was ist das für ein Bild? Nee, hier ist nichts mehr. Das ist schon komisch mit diesem Orchideenduft hier. Der stoppt nämlich genau an dieser Stelle. Aber aus welchem Grund? Nee, ich glaube, wir finden hier nichts mehr. Ja, gehen wir. Hier gibt's nichts mehr. Denke und hoffe ich zumindest. Schon scheiße gelaufen, ne? Aber vielleicht haben wir ja doch etwas. Diese beiden Belege der Tankstelle, das kann kein Zufall sein. Wo auch immer diese Tankstelle steht, irgendwo in der Nähe muss dann auch der Origami-Killer wohnen, rein logisch gesehen. Und wir haben viele Hinweise, ja, die zu Madison führen, gefunden. Ich denke, die beiden sollen ein Team bilden. Verschwinden wir, so schnell es geht. Ist aber gar nicht so einfach, diesen verdammten Ausgang zu finden hier. Jetzt macht doch mal Platz. Ihr seht doch, dass ich nicht zum Feiern hier bin. Wieder abspackt. Der geht ja richtig ab. Und er ganz ernst und verprügelt. Der arme Norman. Aber inzwischen mag ich ihn sehr. Also am Anfang war er mir noch sehr suspekt und unsympathisch, aber inzwischen mag ich ihn sehr. Gibt eigentlich keinen Charakter, den ich so richtig hasse. Das ist voll schön, oder? Also, ja gut, bis halt auf den anderen bösen Polizisten, Carter Blake, aber ich glaube, der ist tot. Es wurde nie wirklich bestätigt, aber ich glaube, der ist tot. Wurde ja umgebracht von Mad Jack. So, und jetzt geht's weiter bei Ethan. Oh je. Ja. Zwei Hinweise haben wir. Zwei nicht. Oh, fuck, ist das traurig, ey. Er kann nichts mehr tun. Vielleicht reichen die Hinweise nicht aus, um Sean ausfindig zu machen. Ethan, ist alles okay? Ich konnte es nicht. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Was zur Hölle? Ich dachte, sie ist lesbisch. Das ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt eigentlich, ne? Aber, ach komm, mach einfach. Für die Quote. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Weiter geht's. Das ist sowas von der falsche Zeitpunkt, aber vielleicht baut das Ethan auch ein bisschen auf. Versteht ihr? Deswegen habe ich es gemacht. Und sie könnte ja auch B sein, ich weiß es nicht. Jetzt aber nicht mehr machen, weil das wäre halt echt übelst unpassend, ne? Also so weit wollte ich nicht gehen. Das ist sowas von unpassend. Gerade heult er noch rum, dass er seinen Sohn nicht retten kann. Und jetzt bumst er sie. Das passt ja mal überhaupt nicht zusammen. Komm, hör auf. Aber andererseits interessiert mich auch, wie weit das jetzt geht. Sieht das echt durch? Sieht sie es durch?
Wäre alles okay, könnte ich es ja nachvollziehen, aber komm. Solche Gedanken kann man doch in so einer Situation nicht haben. Ich glaube, ich hätte mich dagegen entscheiden sollen. Das wirkt jetzt total surreal. Aber gut, Ethan sieht halt in Madison auch die einzige Bezugsperson, die einzige, die ihn versteht, die ihm mehrfach geholfen hat, eigentlich auch das Leben gerettet hat. Jetzt sogar beweisen möchte, dass er unschuldig ist und das einfach so. Sie kam einfach daher wie so ein kleiner Engel und hat ihn unterstützt, ganz ohne irgendetwas zu erwarten. Da ist ein Bett. Wollt ihr nicht da hoch? Ja, mach, wo du willst. Ach, also doch. Na, schön. Oh Mann. Das war jetzt echt strange. Aber ich habe versucht, das ein bisschen zu erklären, also zumindest aus meiner Sicht, wie es halt Sinn macht. Ich denke wirklich, ja, er sieht sie halt als die einzige Bezugsperson und da kann das schon mal passieren. Auch wenn ich persönlich in der Situation wahrscheinlich nicht gekonnt hätte. Oder hat er doch Hoffnung? Weil eigentlich hat er ja nur rumgeheult, dass er die vierte Prüfung nicht geschafft hat. Er hat aber trotzdem die Hälfte geschafft. Es sagt ja keiner, dass er Sean nicht trotzdem findet. Was denkt er über die Sache? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Bereut er es? Oder was ist los? Ich habe schon zu viel Zeit verschwendet. Ich muss die letzte Prüfung schaffen. Wie, letzte Prüfung? Es gibt noch eine fünfte. Sie schläft noch. Kein Abschied, keine Erklärungen. Ich gehe, bevor sie aufwacht. Ja, typisch, ne? Die letzte Origami-Figur. Dann finde ich meinen Sohn. Es gibt doch noch? Hä? Ich dachte vier Prüfungen. Es sind fünf? Seit wann das? Die Sache zwischen uns hätte unter anderen Umständen eine Chance gehabt. Ja, sehe ich auch so. Sie ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Aber den nächsten Schritt muss ich alleine machen. Ja, es wird schon so sein. Er sieht sie als die einzige Hoffnung. Die einzige Unterstützung. So ein Mensch, an den er sich anlehnen kann, der auch mal hilft, einen aufzubauen, Mut zuzusprechen, all sowas halt. Und wenn das Ganze gut ausgeht, dann könnte Madison ja wirklich seine neue Frau werden. Denn Grace, die hat auf ihn geschissen, schon während des Komas. Ganz anders als Madison. Da ist leider nichts drin. Also die wären schon so ein kleines Traumpaar, ehrlich gesagt. Ich würde es ihnen gönnen, aber ich hoffe, dass Madison jetzt nicht aufwacht, weil die Situation wäre schon eine sehr blöde. Ist sie ja so oder so schon. Ich hätte jetzt natürlich auch interessiert, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, nein, nicht küssen. Bestimmt hat das ganz, ganz große Auswirkungen auf das Ending. Sollten wir das Happy End hinkriegen, dann denke ich, war es eine gute Entscheidung, rumzumachen. Wenn nicht, ja, dann weiß ich nicht. Hä? Was ist das jetzt?
Wieso hast du diese ganzen Fotos gemacht? Ich meine, klar, wir haben gehört, sie ist Journalistin, aber... Das war ja klar. Hat sie ihn verarscht? Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Nein, warte, ich bin sicher, dass sie böse aus, als es ist. Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein.